Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das 33. Lernvideo. Wir werden in dem Video ein neues großes Kapitel beginnen, nämlich das Kapitel über die Integration. Und wir werden in der Vorlesung das Riemann-Integral im Ein- und Mehrdimensionalen kennenlernen. Und in diesem Lernvideo werden wir zunächst mal die Motivation für diesen Integralbegriff besprechen. Und ab dem nächsten Video werden wir dann ganz formal und rigoros uns zunächst mal das Integral konstruieren und auch Eigenschaften des Riemann-Integrals dann diskutieren. Ja, um das Riemann-Integral zu motivieren, möchten wir uns die Frage stellen, wie man den Flächeninhalt einer Teilmenge im R2 bestimmen kann. Also wir könnten uns eine Menge im R2 vorstellen und wir möchten wissen, wie wir diesen schraffierten Flächeninhalt bestimmen können. Statt Flächeninhalt sagen wir auch einfach das zweidimensionale Volumen von A und bezeichnen dieses mit dieser Schreibweise hier. Hier steht die 2 für die 2 Dimensionen und ist hier als Index unten hingeschrieben. Später werden wir das n-dimensionale Volumen von Mengen einführen. Nun, zunächst ist es klar, dass wenn unsere Menge eine einfache Form hat, zum Beispiel ein Quader ist, so wie hier in Grau schraffiert, visualisiert, dann können wir die Fläche dieses Quaders einfach ausrechnen. Wir müssen nur die Seitenlängen miteinander multiplizieren und wenn unsere linke Ecke die Koordinaten a1, b1 hat und die obere rechte Ecke die Koordinaten a2, b2, dann ist das Volumen gerade durch dieses Produkt hier gegeben. Wenn die Menge A als Vereinigung endlich vieler paarweiser disjunkter Quader geschrieben werden kann, dann ist die Berechnung nicht viel komplizierter, denn dann ist die Fläche einfach die Summe der Flächeninhalt der Quader und für die Quader können wir ja die Flächeninhalte einfach ausrechnen. Das heißt, wenn unsere Menge A sich beispielsweise schreiben lässt als die Vereinigung von diesen vier Quadern, das würde ich also bedeuten, dass A von dieser Form ist. Und diese Quader QJ sind paarweise disjunkt. Dann kann man mit dieser Formel hier den Flächeninhalt bzw. das zweidimensionale Volumen des Quaders berechnen. Wenn wir eine Menge haben, die sich nur als Vereinigung von endlich vielen Quadern schreiben lässt, aber notwendigerweise nicht als disjunkte Vereinigung gegeben ist, beispielsweise in diesem Fall mit diesen drei Quadern, die sich hier überlappen, dann können wir aus so einer nicht disjunkten Vereinigung die Vereinigung von endlich vielen Quadern machen, indem wir einfach diese Rechtecke hier geeignet unterteilen. Ich zeichne das mal in hellblau an, die zusätzlichen Unterteilungen. Man würde hier noch eine Linie einführen, hier noch die Unterteilung einführen. Und dann würden wir sehen, hier bräuchte man auch noch eine und hier auch. Und dann würde man sehen, dass sich eben diese Menge hier schreiben lässt als eine Vereinigung von disjunkten Quadern und man braucht da nur endlich viele dazu. Und dann könnte man die Flächeninhalte für diese einzelnen Quader eben ausrechnen, aufsummieren und erhält dann auch das Volumen der Menge. Wie sieht es aber nun aus, wenn die Menge komplizierter ist? Also wenn A zum Beispiel so eine Gestalt hat. Und die Frage ist dann, wie kann man dann den Flächeninhalt bestimmen oder überhaupt definieren? Und wir werden zwei Strategien hier kurz diskutieren, die beide auch dann bei der Definition des Riemann-Integrals eine Rolle spielen werden. So eine Idee besteht darin, dass man diese Menge A hier von innen und von außen durch die Vereinigung von disjunkten Quadern oder sogar Quadraten approximiert. Das möchte ich zunächst erklären, dieses Vorgehen. Dazu schauen wir uns diese Menge an. Diese Menge besteht aus abzählbar vielen Quadraten. Jedes einzelne Quadrat hat die Kantenlänge 2 hoch minus j. Und die Mittelpunkte dieser Quadrate liegen auf dem Gitter der ganzen Zahlen, das wir mit 2 hoch minus j dann reskalieren. Also am besten sieht man sich dieses Bild hier an. Hier ist die
ist ein paar dieser Würfel eingezeichnet. Die Seitenlänge, Kantenlänge dieser Würfel ist eben 2 hoch minus j. Und der Ursprung ist der Mittelpunkt eines Würfels und die anderen Punkte liegen eben dann, sind halt dann 2 hoch minus j mal Vektoren in Z2. Und wir haben eben abzielbar viele dieser Würfel. Und wenn wir uns nochmal diese Menge genau anschauen, dann sind das so halboffene Würfel. Das heißt, die linke und die untere Kante, die ich hier mal in blau markiere, die sind Teil der Menge. Während die rechte und obere Kante nicht Teil der Menge sind. Und so ist gewährleistet, dass dann all diese Würfel tatsächlich disjunkt sind und die Vereinigung dieser Würfel füllen den ganzen R2 eben aus. Ja, wenn man jetzt diese hier eingezeichnete kompliziertere Menge A von innen oder außen approximieren möchte, dann kann man das folgendermaßen tun. Man fixiert eine Skala, indem man den Index j festlegt. Das heißt, man fixiert ein Gitter mit Gitterweite 2 hoch minus j. Die Gitterweite wird immer kleiner, je größer j ist. Und dann kann man zum einen alle Quadrate markieren, die vollständig in der Menge A enthalten sind. Das wären jetzt die hier rot markierten Quadrate. Und das ist genau diese Menge, die hier formal definiert ist. Das ist die Vereinigung aller Würfel Q in der Familie QJ, die Eigenschaft haben, dass Q in A enthalten ist. Und was man dann bekommt, ist nach Konstruktion offensichtlich eine Teilmenge von A. Andererseits könnte man auch alle Würfel markieren, die A schneiden. Und das wären in dem Fall diese grün markierten Würfel. Ja, bei diesen Visualisierungen werden das sogar alle Würfel, die hier angemalt sind. Und formal kann man das eben hier auf diese Weise definieren. Es ist die Vereinigung aller Würfel Q in QJ, deren Schnitt mit A eben nicht leer ist. Ja, und auf diese Art und Weise werden jetzt zum einen eine Untermenge und eine Obermenge von A definiert. Und diese Untermenge und Obermenge, die haben jetzt eine sehr einfache Struktur, nämlich das ist jeweils eine disjunkte Vereinigung von endlich vielen Würfeln. Es sind endlich viele, weil wir annehmen, dass A eben eine beschränkte Menge ist. So, unser Flächeninhalt, der soll monoton sein, in dem Sinne, dass wenn wir eine Teilmenge nehmen, einer Obermenge, dann soll das Volumen der Teilmenge kleiner sein als das zweidimensionale Volumen der Obermenge. Und weil jetzt unsere so konstruierte Obermenge und Untermenge eben A umschließen, werden auch die Flächeninhalte den Flächeninhalt von A umschließen. Das ist der Flächeninhalt der Untermenge und das ist der Flächeninhalt der Obermenge von A. Und wie gesagt, können wir eben diesen Ausdruck ganz links und den Ausdruck ganz rechts einfach berechnen, weil das die Vereinigung ist von diesen Quadern. Was wir hier in dem Beispiel nur machen müssen, ist einfach die Quader zählen, die komplett in der Menge A drin liegen, das wären hier 4, und dann mal den Flächeninhalt eines einzelnen Quaders multiplizieren. Der Flächeninhalt eines einzelnen Quaders wäre hier 2 hoch minus 2j, weil die Kantenlänge ja 2 hoch minus j ist. So könnten wir diesen Wert berechnen und diesen Wert berechnet man, indem man eben die grünen Würfel zählt. Das wären 1, 2, 3, 4, 16 Stück. 16 mal 2 hoch minus 2j bei diesem Beispiel. Und so kriegt man eine untere und eine obere Abschätzung für das zweidimensionale Volumen der Menge A. Was wir dann später in der Vorlesung sehen werden, ist, dass wenn die Menge A schön ist, und schön wird später bedeuten, dass diese Menge eine Jordan-Menge ist, dann werden wir sehen, dass das Volumen dieser Untermenge und das Volumen dieser Obermenge konvergieren, wenn wir j gegen unendlich schicken. Wenn wir j gegen unendlich schicken, wird dieses Gitter immer feiner. Wir kriegen also auch immer
eine feinere Approximation der Menge. Und wenn die Menge eben schön ist, kann man zeigen, dass die beiden Folgen der Flächeninhalten eben konvergieren, und zwar gegen den gleichen Grenzwert. Und dann werden wir das Volumen von A als den Grenzwert dieser approximativen Flächeninhalte definieren. Ja, und dieses Verfahren, was wir hier eben im Zweidimensionalen erklärt haben, kann man natürlich auch im Höherdimensionalen dann also durchführen. Ja, eine zweite Strategie, den Flächeninhalt von A zu berechnen, ist folgende. Sie basiert auch auf einer Zerlegung von A in Teilmengen. Und zwar zerlegt man A in Teilmengen, deren Flächeninhalt man einfach berechnen kann, zum Beispiel diese Quadrate hier. Aber dann nimmt man auch noch sogenannte Epigraphe hinzu. Epigraphe sind Mengen von Punkten, die unterhalb eines Graphen liegen. Und hier in dem Beispiel schauen wir uns alle Würfel an, die nicht vollständig in A drin liegen, aber die Menge A zumindest schneiden. Das sind diese hier gelb gekennzeichneten Würfel. Und wir wollen uns mal einen dieser Würfel rauspicken, nämlich diesen hier, und den mit Q bezeichnen. Also unser Würfel Q. Und was uns eben interessiert an dem Würfel ist der Schnitt von Q mit der Menge A, und das ist diese orange schraffierte Menge. Und ich habe den Würfel hier nochmal eingezeichnet. Das wäre also diese Menge Q geschnitten A, die uns interessiert. Und jetzt ist es so, dass wenn man das Koordinatensystem geeignet wählt oder die Menge vorher richtig dreht, dann kann man diese orange schraffierte Menge immer als Epigraph schreiben. Also man kann eine Funktion finden, hier f genannt, deren Graph gerade der Rand der Menge A ist, zumindest der Teil des Randes in Q der Menge A. Das ist diese Linie hier, oder in diesem Bild diese Linie hier. Und der Schnitt von Q mit A sind dann alle Punkte, die unterhalb des Graphen liegen. Hier ist es formal definiert. Das ist dieser Epigraph. Man kürzt es gerne auch so ab. Also auf diese Art und Weise kann man die Menge A darstellen als disjunkte Vereinigung von Würfeln, von Quadraten und solchen Epigraphen. So, und in diesem Beispiel hier sei eben diese Menge der Epigraph einer Funktion auf dem Intervall AB. Und man muss jetzt also den Flächeninhalt des Epigraphen bestimmen können einer Funktion f, und man stellt dann fest, oder wir werden gleich sehen, dass das gerade durch das Integral von f über die Menge AB getan werden kann. Ja, und dieses Integral werden wir eben in diesem Kapitel einführen. Also jetzt kommen wir zu der Frage, wie können wir den Wert des Integrals bestimmen, oder wie ist er überhaupt sinnvoll definiert? Und wenn jetzt unsere Funktion f eine konstante Funktion ist, dann sieht ja der Epigraph folgendermaßen aus. Ich male erstmal ein Koordinatensystem. Das ist unser x. Hier kommt der Wert von f, und unsere Funktion ist auf dem Intervall ab definiert. Und wenn die Funktion konstant den Wert c annimmt, dann ist der Epigraph gerade diese schraffierte Fläche hier drunter. Und das ist ja nichts anderes als ein Quader wieder. Und das Volumen dieses Quaders, das haben wir schon festgelegt. Das ist nämlich diese Kantenlänge mal diese Kantenlänge. Diese Kantenlänge hier ist c und diese Kantenlänge ist b minus a. Das heißt, das Integral einer Funktion f, die konstant gleich c ist, soll oder wird eben dann dieses Produkt sein, b minus a mal c. Und das ist gerade das zweidimensionale Volumen dieses Quaders hier. Wenn wir uns ein bisschen kompliziertere Funktion ansehen möchten, dann wäre die nächste Komplexitätsstufe, wären dann Funktionen f, die stückweise konstant sind. Genauer gesagt, Funktionen,
die eben so aussehen wie hier. Hier hat man endlich viele Intervalle auf der x-Achse. Die sind hier bezeichnet mit i1 bis im. Und auf jedem dieser Intervalle nehmen wir an, dass die Funktion f konstant ist und den Wert eben c1 bis cm annimmt. Ne? Das bedeutet, wir können die Funktion f so darstellen. Schauen wir uns den Ausdruck an. Zunächst einmal müssen wir erklären, was das ist. Das ist eine dicke 1 mit Index und als Index kommt hier eine Menge vor und das ist die sogenannte Indikatorfunktion der Menge. Diese Funktion ist eine Funktion in diesem Beispiel auf R und die ist immer 1, wenn das Argument in der Menge, die hier als Index drin steht und 0 sonst. Das ist die Indikatorfunktion oder auch charakteristische Funktion der Menge ij. Ja, und diese Funktion multiplizieren wir eben mit dem Koeffizienten cj, der in diesem Bild eben diese Höhe hier beschreibt. Und wenn wir jetzt diese Ausdrücke hier aufsummieren und annehmen, dass die Intervalle disjunkt sind, dann entspricht das gerade einer Funktion, die so eine Treppengestalt hat und man nennt sie dann später auch eine Treppenfunktion. Und das Integral dieser Treppenfunktion ist auch klar, wie man das berechnet. Das soll ja der Flächeninhalt sein des Epigraphen, aber den Flächeninhalt dieses Epigraphen können wir einfach berechnen, weil dieser ist ja hier die disjunkte Vereinigung von diesen drei Quadern oder von den m-Quadern im allgemeinen Fall. Und damit ist das Integral für so eine Treppenfunktion durch diesen Ausdruck hier gegeben. Hier sehen Sie den Flächeninhalt des j-Quaders, da sehen Sie die Höhe und hier sehen Sie die Länge des Intervalls. Hier sehen Sie das eindimensionale Volumen, ist die Länge des Intervalls und das steht eben hier. Und dann haben Sie wie hier wieder Seitenlänge mal Seitenlänge des Quaders stehen und damit das zweidimensionale Volumen dieses Quaders. Okay, also für solche Treppenfunktionen ist die Definition und eben auch klar für das Integral. Ja, was macht man nun, wenn man jetzt eine kompliziertere Funktion hat, die eben nicht stückweise konstant ist, sondern so aussieht wie in unserem Eingangsbeispiel? Nun, man kann ähnlich wie bei der Approximation der Flächen durch Unter- und Obermengen, kann man nun diese Funktion zum einen von unten durch eine Treppenfunktion annähern. Das ist hier passiert. Da wählt man sich eine Treppenfunktion, die unterhalb des Graphen liegt. Oder eben auch von oben, da wählt man sich eine Treppenfunktion, die oberhalb dieser zu approximierenden Funktion liegt. Und damit kriegt man ein Integral, das kleiner sein wird als das Integral, das wir bestimmen möchten, oder ein Integral, das eben größer sein wird als das Integral, das wir bestimmen möchten. Und wie bei dem Beispiel mit den Unter- und Obermengen können wir natürlich hier die Treppenfunktion verbessern, indem wir mehr Teilintervalle betrachten. Das heißt, wir machen hier diese Stufen immer feiner. Und für schöne Funktionen wird es wieder so sein, dass das Integral über die Treppenfunktion, die von unten f approximiert, konvergiert und das Integral über die Treppenfunktion, die von oben die Funktion approximieren, auch konvergiert und beide Grenzwerte werden identisch sein für schöne Funktionen. Und wenn das der Fall ist, dann spricht man davon, dass die Funktion Riemann integrierbar ist und nennt den Grenzwert das Riemann-Integral. Und das werden wir im nächsten Lernvideo dann ganz gründlich und systematisch uns ansehen. Ja, vielleicht eine Vorbemerkung an dieser Stelle. Das, was hier für Funktionen einer Variablen motiviert wurde, das werden wir und kann man eben auch für Funktionen mehrerer Variablen durchführen. Und insbesondere schauen wir uns eben Funktionen auf dem Rn an und werden für diese ein Integral einführen. Und da gibt es verschiedene Zugänge, um das Integral einzuführen. Und der Zugang, den wir wählen werden, ist der von Darboux und der ist äquivalent zum Riemannschen Zugang. Ja, was kann man sich unter dem Integral
Vorstellen einer Funktion, die nicht nur von einer Variablen, sondern von mehreren Variablen abhängig ist. Ich möchte dafür ein paar Beispiele geben. Wenn unsere Funktion von zwei Variablen abhängig ist, beispielsweise wenn wir uns eine Funktion anschauen, die auf einem Quader im R2 definiert ist. Der Quader ist hier in dem Bild in grün eingezeichnet. Dann können wir uns wieder den Epigraphen anschauen, der Funktion. Wir nehmen hier als einfach mal an, dass die Funktion nur nicht negative Werte annimmt. Dann ist der Epigraph eben dieser so schief abgeschnittene Balken, wenn man so möchte. Und die Bedeutung des Integrals von f über den Quader q ist dann gerade das dreidimensionale Volumen, also das gewöhnliche Volumen des Epigraphs. Gut, das kann man sich nun einfach vorstellen. Ja, wie sieht das aus mit dem Integral von Funktionen, die von drei Variablen abhängig sind? Hier wäre die Dimension n eben 3. Und ein anschauliches Beispiel ist folgendes. Wir stellen uns vor, wir haben hier einen Quader im R3 und das ist meinetwegen so einen Würfel. Und wir stellen uns vor, der Würfel sei gefüllt mit einem Material oder mit verschiedenen Materialien, zum Beispiel so einem blauen Material, einem roten, auch einem grünen Material. Könnte vielleicht so aussehen, also ein Gemisch von Materialien und diese verschiedenen Materialien haben eine unterschiedliche Massendichte. Und man kann das dann so beschreiben, indem man eine Funktion f einführt, die eben auf diesem Quader im R3 definiert ist und in die nicht negativen Zahlen abbildet. Und der Wert von f sei eben die Massendichte. Des Materials, welches sich in dem Punkt x befindet. Also wenn der Punkt x meinetwegen hier liege, dann nehmen wir die Massendichte dieses lila Materials und wenn der Punkt, den wir betrachten, hier liegt, dann nehmen wir die Massendichte des grünen Materials. Okay, und in dem Fall hat dann dieses Integral von f über q hat dann die Bedeutung der Gesamtmasse des Quaders. Ja, man kann natürlich hier Massendichte durch was anderes ersetzen. Man kann elektrische Felder sich angucken. Ja, als letztes wollen wir uns ein Beispiel aus der Wahrscheinlichkeitstheorie ansehen. Und dort kommen nämlich Integrale vor von Funktionen, die von ganz vielen Variablen abhängig sind. Also hochdimensionale Problemstellung. Und um jetzt ein einfaches illustratives Beispiel sich anzusehen, schauen wir uns ein Glücksspiel an. Das Glücksspiel, das besteht darin, dass man ein Glücksrad, das man hier in Rot, sollte natürlich rund sein, dann mache ich es nochmal neu, dass man hier so ein Glücksrad sich ansieht. So, auf diesem Glücksrad ist ein Punkt markiert, zum Beispiel dieser blaue Punkt. Ja, und das Glücksrad, das schubst man an, das dreht sich dann und irgendwann kommt eben das Rad zum Drehen und dann befindet sich der blaue Punkt an irgendeiner Stelle und man kann dann einen Winkel festlegen, mal mein Koordinatensystem ein und dann gibt es hier einen Winkel, der hier mit Alpha bezeichnet ist. Das heißt, bei jedem Spielen dieses Spiels bekommt man einen Winkel Alpha, der eben zufällig ist. Und ja, es kann nun sein, dass die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Winkel zu bekommen, eben gleich ist für jeden Winkel. Aber das muss nicht so sein. Es könnte sein, dass kleine Winkel häufiger vorkommen als große Winkel, weil beispielsweise dieses Glücksrad eine seltsame Massenverteilung hat oder irgendwie präpariert ist. Auf alle Fälle kann man die Wahrscheinlichkeit, dass der Winkel in einem Intervall i liegt,
durch ein Integral ausdrücken, das man hier sieht. Ich schreibe es hier nochmal hin, damit man es besser sieht. Also die Frage, die Wahrscheinlichkeit, dass der Winkel in einem Intervall landet, das hier mit i bezeichnet ist, das kann man schreiben als ein Integral über dieses Intervall i. Und was integriert man hier? Man integriert hier eine Wahrscheinlichkeitsdichte rho über die Winkel. Und die Wahrscheinlichkeitsdichte rho ist ja einfach eine Funktion auf dem Intervall 0 bis 2 pi. Das ist eine nicht negative Funktion und das Integral über die Funktion ist 1 und diese Funktion kodiert eben, wie häufig welche Winkel bei diesem Glücksspiel auftauchen. Und wenn man für rho 1 durch 2 pi einsetzt, dann hat man eine Situation beschrieben, bei der jeder Winkel gleich häufig eben auftreten kann. Okay, also so würde man das in der Wahrscheinlichkeitstheorie beschreiben und da taucht auch schon mal ein eindimensionales Integral auf. Was wir jetzt eben machen werden, ist Folgendes. Wir wählen uns nun eine Anzahl n, eine beliebige natürliche Zahl, und wir drehen jetzt n mal das Glücksrad, und zwar sozusagen unabhängig, sodass diese einzelnen Spiele nicht voneinander abhängen werden. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass wir immer, bevor wir das Rad losdrehen, diesen blauen Punkt auf die Nullposition stellen und dann fangen wir wieder an zu drehen. Okay, also wir drehen das Glücksrad n mal. Was wir bekommen werden, ist ein Vektor von n Winkeln. Beim ersten Spiel Alpha 1, beim n-ten Spiel Alpha n und wir fassen das zusammen in so einen Vektor. Und das ist jetzt ein Vektor im Rn. Genauer gesagt ist es ein Vektor in diesem n-fachen kartesischen Produkt des halboffenen Intervalls 0 bis 2 pi, weil die Winkel eben zwischen 0 und 2 pi liegen. Und wir können jetzt aus diesem n, aus dieser Menge, die ja in einem n-dimensionalen Vektorraum liegt, können wir eine Teilmenge auswählen, die A genannt ist. Und man kann sich jetzt die Frage stellen, ob bei diesem n-fachen Spiel der Ergebnisvektor der Winkel eben in dieser Menge A drin liegt. Und dann sagt einem die Wahrscheinlichkeitstheorie eben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das zutrifft, durch dieses Integral gegeben ist. Hier integrieren wir jetzt die Funktion rho. Und das ist eine Funktion, die von n Variablen abhängt und hierdurch definiert ist. Dieses kleine, vielleicht sollte ich die Funktion hier lieber rho n nennen, damit der Unterschied klar wird. Das rho n ist das n-fache Produkt der Wahrscheinlichkeitsdichte rho hier oben, wobei wir in jedes rho eben eine Komponente von x einsetzen. Aber auf alle Fälle ist es mal schon eine Funktion, dieses rho n, die auf diesem d-dimensionalen Gebiet definiert ist und nach r abbildet. Und diese Funktion integrieren wir über die Menge a. Und was man dann hier hat, ist tatsächlich ein mehrdimensionales Integral und die Dimension ist n. Ja, und wenn wir eben sehr häufig das Glücksrad drehen, dann kann n eben auch sehr groß sein. Ja, ich möchte das Lernvideo abschließen mit ein paar Bemerkungen. Zunächst einmal gibt es ganz verschiedene Integralbegriffe und das Integral, das uns beschäftigen wird, ist das sogenannte Riemann-Integral. Und wir werden dieses Riemann-Integral mit einem Ansatz einführen, der auf Dabu zurückgeht und man nennt dieses Integral deshalb auch das Dabu-Integral und beide Dabu- und Riemann-Integrale sind eben äquivalent. Dann gibt es noch ganz andere Integrationsbegriffe und ein zentraler ist das sogenannte Lebesgue-Integral. Und es ist dann meistens so, dass für schöne Mengen und Funktionen diese Integralbegriffe alle dasselbe Ergebnis liefern. Und für speziellere Funktionen gibt es dann Unterschiede. Das Lebesgue-Integral ist eigentlich der zentrale Integrationsbegriff in der modernen Analysis und Sie werden diesen in einer eigenen Vorlesung im vierten Semester kennenlernen. Die Vorlesung heißt Maß- und Integrationstheorie und sie bildet zum einen die Grundlage für die moderne Analysis, für die Funktionalanalysis. Man braucht diesen Begriff auch in der Theorie partieller Differentialgleichung. Und gleichzeitig ist die Maß-Integrationstheorie auch die Grundlage für die moderne Wahrscheinlichkeitstheorie, für die Stochastik. Und das werden Sie dann im vierten Semester systematisch und sehr, sehr ausführlich eben erlernen.
Ja, soweit so gut. Das Lernvideo ist zu Ende. Im nächsten Video wird es dann tatsächlich darum gehen, rigoros und systematisch das Riemann-Integral zu definieren. Bis zum nächsten Mal.